Jo Leute, und somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster. Öffnen wir eine 120er Display Box der neuen FIFA World Cup Katar 2022 Sticker von Panini. Ja, ich habe mir diese Box bestellt im Panini Online Shop mit dem DFB Bundle. Hier sehen wir es, 120 Tüten, und diese Box ist auch online exklusiv. Das heißt, hier stehen auch keine Preise drauf. Man kriegt diese Box nur im Panini Online Shop. Auf jeden Fall, die Box finde ich wieder mal was Tolles. Ich hatte ja schon mal eine 100er Box geöffnet, sowie einige andere Videos zu der Serie hochgeladen. Wenn ihr das sehen wollt, schaut doch gerne mal hier oben in der Infocard vorbei. Und in diesen 100er Boxen ist ja eigentlich dieses extra Sticker-Pack drin. Das habe ich bereits geöffnet auf Instagram vor ungefähr 2 Wochen. Und dort hatte ich einmal Ochoa als ganz normalen Sticker drin, im Burgunder. Und jetzt das Highlight, Kylian Mbappé in Gold als Legend. Jetzt denkt ihr euch, hä, was ist an diesem besonders? Dieser Sticker kostet tatsächlich um die 100 Euro. Gefühlt habe ich mit diesen beiden Stickern die Box wieder raus. Und wir kriegen garantiert im 100. Päckchen ja ein extra Sticker drin, ist nochmal welche. Also krass, das Stickertüten habe ich wie gesagt schon aufgemacht. Hätte ich das gewusst, dass es sozusagen sowas Gutes ist, hätte ich das im Video aufgemacht. Aber so habe ich das jetzt erstmal alleine aufgemacht. 120 Stickertütchen sind nochmal 20 Stickertütchen mehr als beim letzten Mal. Ist eine Menge, sind insgesamt 600 Sticker. Also krass, 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 krass. Ich würde sagen, wir machen die Box einfach auf und starten direkt rein. Wir schnappen uns unser Stickertütchen, das sind hier richtig, richtig viele, wie gesagt. Tun die irgendwie mal auf 2, 3 Haufen rauf. Schön geordnet, damit das auch gut ins Bild reinpasst vom sozusagen Blick her. Und dann tun wir die Box diesmal aus dem Bild raus, da die beim letzten Mal meiner Meinung nach ein wenig gestört hat. Und dann hatten wir unten nicht so viele Sticker zum Liegen. Also ich würde sagen, wir legen wieder unsere Sticker einfach hier oder hier irgendwo hin. Und hier unten an die Reihe tun wir die sozusagen Sticker, die geehrt werden, weil es gute Sticker sind oder gute Spieler. Und weil es auch aus meiner Sicht dann vielleicht Sticker sind, was zumindest so im Bolo oder vielleicht irgendwelche Spieler, die ich halt gerne mag, angeht. Auf jeden Fall haben wir dann erstmal Al-Ghanam. Dann haben wir Granit Xhaka, Maximovic und direkt mal 2 Shinies. Die trennen wir natürlich auch. Diesmal zählen wir die auch. Beim letzten Mal habe ich das irgendwie nicht gemacht. Da habe ich mich nachher ein bisschen geärgert. Auf jeden Fall haben wir das Uruguay Logo und die untere Hälfte von dem Pokal. Und wie gesagt, ich habe über 170 Tüten mittlerweile geöffnet, Embolo immer noch nicht gezogen. Also mal gucken, was wir dann jetzt machen. Dann haben wir die Free, Fenzella, das Al-Tunam Stadium, Karim The Dream Benzema und Hong und Benzema. Legen wir einfach mal hier hin. Wir werden hier einige Sticker haben, aber wir legen einfach mal so die besten Spieler der Welt aus meiner Sicht hier hin. Dann haben wir den ersten Deutschen mit Süle, das Iran Logo, Acosta, Ederson und Argentinien 78 als Sieger. Ederson könnte ich auch hinlegen, aber wie gesagt, ist halt irgendwie so aus meiner Sicht nicht so dabei. Dann haben wir Madibo, dann ein interessanter Mann mit Sarmiento aus Ecuador, der Mann von Brighton, dann Dan James, Plata und Mabil. Hatte ich beim letzten Mal in dem Video ja gesagt, dass der bei Stuttgart spielt. Nein, tut er nicht. Ein anderer Australier spielt bei Stuttgart und er spielt nicht mehr bei Stuttgart oder hat noch nie bei Stuttgart gespielt. Dann haben wir Kyle Walker, Mason Mount, Calvin Phillips, direkt 3 Engländer, Jonas Wind und Paul Pogba. Auch alles gute Spieler und Aktivitäten. Und krass, was mit Pogba passiert, mit seinem Bruder und seiner Familie insgesamt. Also da muss irgendwas gewaltig schiefgelaufen sein. Dann haben wir Duarte, Ramsey, Nakayama, Moda und Montes. Und ich versuche dieses Mal die Sticker auch ein bisschen schneller zu zeigen, damit das Video nicht wieder so lange wird. Und ganz wichtig auch, dieses Mal hoffentlich alle Sticker richtig rumgedreht. Bisher war das in den meisten Fällen so. Dann haben wir Paulsen, Johnson, dann Kanada als Foto, Hincapier und Furuhashi. Auch der ein interessanter Mann. Und auch Hincapier mit 2002er Jahrgang ein guter Mann von Leverkusen. Dann haben wir Guerrero. Dann hier mal wieder ein Sticker umgedreht mit Haraguchi, Ansar Viat, Cho und Trent Sainsbury, der Mann aus der Verteidigung der Ossis oder auch Australien, nachdem wie man es nennen würde. Dann ein Mann, der für mich auch underrated ist, Cristiano Romero. Auch wenn er bei den Spurs spielt und ich ja die Spurs nicht so mag, dann haben wir Lecky, ehemaliger Bundesligaspieler, Saar, Serbien-Foto und Fabinho, den ich glaube ich bisher auch noch nicht gezogen habe. Dann haben wir Hutchinson, auch schon seit Jahren dabei, Kudus, guter Spieler, Matze Ginter, Kai Havertz und Nico El Wedi. Ich habe mal 2 Deutsche da. Mal gucken, ob wir es schaffen können und das England Päckchen top können und in einem Päckchen irgendwie 4 Sticker von einer Nationalität haben. Dann Marokko, Asmoun, Argentinien als Foto, dann das coole DFB-Logo als Shiny
und Borna Sosa, der theoretisch praktisch auch für Deutschland hätte spielen können, sich aber für die Mannschaft aus Kroatien entschieden hat. Dann haben wir Zielinski, Vlasic, Steffen, Livaja und Hassan, der Mann aus Katar, von dem Gastgeberland. Also ich glaube, nach dem Video sollte ich zu 99% das Album voll haben. Ich habe dann mit den Tüten fast 300 Tüten geöffnet. Dann haben wir Montari, Contreras, Mondi, Amiri und das FIFA-Logo. Von der ersten Seite fehlt mir noch der Panini-Seitfall-Sticker. Jetzt habe ich die erste Seite komplettiert. Dann haben wir hier den Sticker von dem Schweiz-Logo. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass das FIFA-Logo nicht im Glitz-Design ist oder im Glanz-Design, weil sonst wäre die ganze Seite halt im Glanz-Design. Dann haben wir Cavani, Sanchez, Wijnaldum und The Goat für Fulham, Mitrovic. Ich werde aber, glaube ich, hier nur Embolo als Spieler rauslegen, den wir sozusagen... Oh, da ist die geile Legend! Bronze, Luka Modric. Jetzt haben wir ihn beim ersten Display in normal Burgunder und jetzt hier in Bronze. Geil, den legen wir mal hier unten auch hin. Hole ich mir sofort ein Sleeve. Ich habe das Sleeve vergessen, bin ich ehrlich. Aber wir haben Moharami, Dest, dann das Logo von Costa Rica habe ich auch noch nicht gezogen. Torreira und Krzyzewski und meine Sleeves muss ich kurz holen. So, Sleeve ist geholt. Kleiner Cut war bestimmt drin, weil das ein bisschen länger gedauert hat. Und den legen wir auch mal hier unten hin. Der gehört hier hin. Beim letzten Mal war ja im letzten Stickertütchen, jetzt hier sozusagen in einem der ersten, in den ersten 10, würde ich mal sagen. Und Modric haben wir jetzt in Bronze und Burgunder. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann, ihn nochmal zu ziehen in Silber und Gold oder insgesamt. Vielleicht kaufe ich mir den auch dazu. Und dann haben wir eine Luka Modric-Versammlung. Dann haben wir Pavard, Vargas, Marco Reus, mal gucken, ob er mit zur WM kann. Jetlin und Hosseini, der Mann aus dem Iran. Vielleicht haben wir ja sogar Glück, weil wir jetzt schon am Anfang einen hatten, noch einen zweiten sozusagen extra Sticker zu ziehen. Aber wie gesagt, es ist unwahrscheinlich. Nur einer war garantiert, zwei sozusagen werden ein extra. Dann haben wir Casemiro, Ahmed, Pereira und Citizen, der sich auch echt gut wieder gemacht hat. Weil er mal ein paar Jahre verschwunden, so gefühlt. Dann haben wir den Staubsauger, der gehört für mich auch hier unten hin. Dann Heuberg, Fatawu, Kahani und Idrissa Gueye. Ich glaube, von den großen Spielern habe ich bisher alles gezogen. Also ich glaube, da fehlt mir jetzt nicht mehr so viel. Dann Venegas, Dia, der fehlt mir auch noch zu 100%. Wales Foto, Luzano und Ofori. Auch da habe ich beim letzten Mal gesagt, dass der bei Stuttgart spielt oder irgendwie in der Bundesliga auf jeden Fall. Nein, das ist der Torwart von den Pirates aus Südafrika. Dann haben wir Spanien Foto, Rocher, Al-Rubai, Senegal Badge und Laria, den ich vor der WM noch oder vor der Sticker-Serie noch gar nicht kannte. Dann Moore, Jaziri, Morel, Rodri und Mbiaye. Dann machen wir weiter mit dem Belgien-Logo. Dann haben wir den nächsten Deutschen mit Sané, Gabi Jesus, bei Arsenal jetzt gut aktiv, Skiri und Gündogan. Alle Spieler, die man kennt oder zumindest, wenn man die Bundesliga ein bisschen folgt. Skiri ist vielleicht der unbekannteste daraus gewesen. Dann zweite französische Torwart mit Mike Magnin. Dann Bahoké, Adekugbe, da tue ich mir immer schwer bei den Namen. Dann Yadom und Tejeda, der Mann, der auch durch Costa Rica sozusagen ein wenig Sicherheit bekommen hat und gut dort spielt. Dann haben wir Tunesien-Badge. Pepi, der fehlt mir auch noch. Der wird, auch wenn er für mich ein wenig ein gescheitertes Talent ist, in die Rookie-Sammlung reinkommen, wenn ich ihn nochmal finde. Dann Moreira, Rodriguez und Jiménez. Aber ich finde Pepi an sich, auch jetzt bei Groningen, keinen schlechten Spieler. Dann Godos, Widmer, Kouyaté, Saka, auch einer seiner ersten Sticker, bin ich echt erstaunt gewesen. Der hat ja bei der Euro 2021 gespielt, dort aber zumindest einen normalen, keinen normalen Sticker bekommen. Und dann haben wir noch Acuña. Dann hier Al-Nejai, bei Riviant, Piontek, da ist er endlich, der Panini-Seitfallzieher. Und den lege ich auch mal hier unten hin, weil ich den noch brauche. Oder den können wir auch hier oben hinlegen, weil der wird jetzt schon zu den Shinies. Und dann haben wir noch Ochoa oder Ochoa, den ich auch schon bereits als Extra-Sticker gezogen habe. Dann haben wir Morita, Hori, Bufal, Munir, auch ein guter Spieler, und Gutierrez. Auch ein, zwei Sticker dabei in dem Stickertütchen, die ich noch nicht gehabt habe in meiner Sammlung. Dann Busquets, mal gucken, was mit ihm passieren wird. Dann VVD, oh, das Päckchen ist richtig gut, Van Dijk, lege ich hier unten hin. Und natürlich auch Super Neymar, weil wer da auch ein klasse Spieler, und Turner. Hm. Klasse Stickertütchen, fast ein guter Spieler oder richtig gute Spieler dabei gewesen. Dann haben wir Koke, Kovacic, Rybus, Benepte und Rui Patricio.
Torwart von der AS Roma natürlich, von Portugal. Dann Glich, Emi Martinez, USA, Foto, Alvaro Kern und Emerick Laporte, der neue Spanier. Dann Anthony Kay, Bentancur, Buchanan, Brasilien-Logo, das habe ich auch noch nicht gehabt, genau wie das Argentinien-Logo, das fehlt mir auch noch, das Argentinien-Logo. Und dann Uchaif, auch einer mal, der nicht irgendwie mit Al oder so aus Saudi-Arabien beginnt. Dann haben wir Aaron Long, sowie El Karbi, Malul, Pickford, der momentan verletzt ist, und Harry Wilson. Bin ich auch mal gespannt, ob Pope die zweite Torwartrolle übernimmt, Henderson oder wer das halt macht. Dann auch einer für meine Rookie-Sammlung, Josko Guardiol, Bounou, Damsgaard, Sadio Mané und Vinicius Junior. Mané, Vinicius, dieses Mal habe ich gesagt, bin ich nicht so kleinlich, lege ich auch mal beide hier zur Seite hin. Vinicius, erste Weltmeisterschaft und Mané auf jeden Fall auch ein guter Spieler. Dann haben wir Franco, So, Coop Miners, Sergi Berche Gnabry und Kamil Glick. Und wenn wir in diesen 120 Tüten, in 600 Stickern, die ich glaube mehr Stickers kriegen wir als die Serie hat, wenn wir da den Embolo durchziehen, dann kriege ich langsam einen Reiz, weil dann haben wir 300 Tüten ohne Embolo. Dann Brekalo, Rafinha, Presido, Jack Grealish, Englishmart und Petri, auch den legen wir hier unten mal mit hin, auch wenn er sich mit Vinicius vielleicht nicht so gut versteht, weil Vinicius bei Real und Petri bei Barcelona spielt. Dann haben wir Adam Target, Araujo, Gonzalez, Mendes und Diego Godin, der Altmeister aus Uruguay. Dann nächstes Tütchen mit Cher, Kasri, Bednarek, Ryan Gravenberch, auch den lege ich mal hier zu der Rookie-Sanktion, und Velkovic, der Mann von Werder Bremen. Auch Bremen hat hier tatsächlich einen Sticker bekommen. Dann wieder in der Bundesliga Timo Werner, John Stones, Raman Babar, Paredes und Jahan Baksch. Paredes ist ja auch jetzt zu Juventus Turin gewechselt, was ich auch erst gar nicht mitbekommen habe. Und dann habe ich sozusagen die Karten mir und Sticker mir mal ein bisschen näher angeguckt und habe ich gesehen, okay, der wechselt. Und der spielt schon gar nicht mehr bei PSG. Dann haben wir Waston, Denaya, Wang, Boyle oder Boyle und Alba. Ich glaube, der Boyle oder Boyle, der hat auch mal in Australien logischerweise gespielt und bei den Hibberts. Auf jeden Fall eine Mannschaft aus Schottland. Dann haben wir Kwon, Gregor Kobel, Hrvatska, Kroatien-Batch. Dann das nächste mit Saudi-Arabien und Miria, der Mann aus Tunesien. Dann haben wir, oh, Phil Foden, auch cooler Spieler. Lege ich, glaube ich, nicht dahin. Wir wissen, es ist kein Talent mehr, es ist schon ein guter Spieler. Dann Silva, Tchouaméni legen wir dahin, aber der kommt auch ganz gerne in meine Rookie-Sammlung, genau wie Musa, aber den legen wir jetzt da nicht hin. Und dann Sticker Nummer 2, wir hatten vorher Sticker Nummer 3, die obere Hälfte von dem Pokal, somit ist der Pokal schon komplett. Von der ersten Seite stehen noch beide Teile vom Maskottchen und von dem Katar-Logo. Dann haben wir Goretzka, Ben Davis, Albeit Stadium, Freuler und das Spanien-Logo. Ich fand das alte irgendwie besser. Das neue, ich weiß nicht, ich kann mich da irgendwie nicht so mit anfreunden. Dann haben wir Gonda, Juku, Endo, Alejandro Papu Gomez und Jan Vertonghen, der Mann, der jetzt wieder bei Anderlecht in der belgischen Liga spielt. Dann haben wir Norgard, Spanien 2010 als Sieger. Hier zum Beispiel Spanien, eine richtig gute Mannschaft damals gewesen. Dann Kimpembe, oh, Theo Hernandez und Castillo. Also Linksverteidiger und Innenverteidiger sind schon mal gesaved für Frankreich. Insgesamt Frankreich, glaube ich, müssen wir nicht drüber reden, ist mit der Hauptfavorit für die Weltmeisterschaft, auch wenn die Nations League jetzt nicht vielleicht so gut sind, aber halt zumindest, ich glaube, die machen das. Dann haben wir Gudelsch, Saudi-Arabien, das habe ich noch gar nicht gezogen als Teamfoto, Paqueta, Oliveira und Diaz. Hätte ich vor ein oder zwei Jahren da unten hingelegt, aber jetzt vielleicht gerade nicht mehr. Dann haben wir neue West Ham-Spieler, Kehrer, Blanco, Uruguay, Mannschaftsfoto, Miguel und Thomas Partey, der alte Gunner von meiner Mannschaft aus England, FC Arsenal. Dann haben wir Wallacott, der Torwart von Ghana, Antoine Griezmann, auch weiß ich auch nicht mehr, was ich von ihm halten soll, Perisic, Roberts und Al-Ghanam, aber diesmal ist es, glaube ich, der andere. Es gibt nämlich zwei, einmal den Stürmer, den hatten wir am Anfang, und jetzt den Verteidiger, den wir dann jetzt als letztes die Karten. Dann haben wir Eden Hazard, Vargas, Galindez, Moreno und Al-Sheb, der auch schon seit 2009 in der katarischen Nationalmannschaft spielt, also schon dort ewig der Torwart zu sagen ist. Dann haben wir Luka Modric als Normalsticker. Weil wir ihn jetzt hier haben, lege ich den normal mal nicht dahin. Dann haben wir Budiaf, Morata, Ansu Fati, habe ich auch noch nicht gezogen, und Niederlande Mannschaftsfoto, die ich ja echt supporte. Niederlande finde ich das zweitlieblingsland von mir
nach natürlich Deutschland. Dann haben wir John Starr, Solemana, Kingsley Coman, Brandon Aronson, auch ein Rookie-Potenzial-Sticker, und Marcos Llorente, der Mann, der sich echt richtig gut gemacht hat und ein richtig guter Mittelfeldspieler ist. Dann haben wir Diatoué, Brasilien 1970, Amrabat, Talbi, und natürlich müssen wir auch den hier unten hinlegen, Robert Lewandowski, Konkurrent von Karim, The Dream, Benzema in der La Liga. Dann haben wir Choupo-Moting, war früher Mitspieler und kein Konkurrent von Lewandowski, obwohl eigentlich schon, aber es war immer klar, Lewandowski spielt. Dann Al-Bolahi, Orsic, Sis und Italien 82. Bin auch irgendwie ein bisschen komisch, finde ich, dass niemand diesen Orsic in der sozusagen Top 5 Liga verpflichtet. Der spielt immer noch bei Zagreb und spielt da seit 2-3 Jahren echt gut und ist eine Maschine. Und irgendwie, nee, der wird halt irgendwie nicht benutzt. Dann haben wir Mele, Zivkovic, Joe Rodon, Presido, Torgen Hazard. Jetzt haben wir die Hazard-Brüder zusammen. Und das war unser Sticker-Tütchen. Dann nächstes Bild von Italien 82. Hatten wir doch gerade schon, wollte ich gerade sagen. Dann Alphonso Davies. Auch den legen wir einfach mal hier unten mit hin. Einer meiner Lieblingsspieler. Lainez, King und Pelestri. Auch den hatten wir noch nicht in unserem Sticker-Tütchen bisher gezogen. Dann das Khalifa International Stadium. Sowie Trent, Ovido, Timothy Ware und Angel Mena. Also echt viele gute Spieler dabei und ich sehe hier schon den nächsten. Diesmal mache ich nicht den CR7-Einspieler, weil den hatte ich beim letzten Mal. Aber hier The Goat, CR7. Mal gucken, was er dann macht. Und da hier entweder kommen hier richtig gute Stickertütchen oder so ein paar Low-Stickertütchen, weil hier haben wir den nächsten guten Spieler mit KDB. Ich weiß nicht, ich glaube, hier passt er noch hin. Und Ronaldo tun wir auch mal hier hin zum Neymar. Dann haben wir Cookie, Alderweireld und Ecuador. Also, bisher echt gute Stickertürchen. Dann auch Uki-Sticker, Alvarez, dann Luisal Stadium, das habe ich garantiert noch nicht gehabt, den Sticker, jetzt wäre mir das goldene Stadion aufgefallen. Dann Witzel, Noah Okafor und Joshua Kimmich, oder wie die Engländer sagen, Kimmich. Finde ich immer witzig, weil Kimmich finde ich auch cool. Dann haben wir Garcia, Beresinski, Herrera, Manuel Neuer, auch den legen wir hier unten hin, und Slitti. Manuel Neuer ist so wirklich, würde ich sagen, fast der einzige Torwart, den ich da unten hinlege. Dann Dzeko, Zakaria, Benjeda, Mbabu und Lee. Also viele Nationalitäten natürlich dabei, aber besonders natürlich die Großen, die immer dabei sind. Dann haben wir Schweiz-Foto, McKennie, Aboubakar, Hongla und Tanaka. Der Mann von Düsseldorf, der echt sein sozusagen immer, wenn man das so sagen kann, allerwertesten aufreißt in den Spielen und versucht, die Mannschaft zu unterstützen. Dann haben wir Afena Gyan, Tunesien-Foto, dann Unterhälfte von dem Katar-Logo und Song sowie Stadium 974 oder 947. Und auf jeden Fall dann Chris Gunter, Korea, aber hier mit so einem komischen Foto, wie ich finde. Dann Rustic, Lukic und Lucas Hernandez, der Bruder von Theo, den wir vorher schon hatten. Also Frankreich wirklich, wie gesagt, überragende Mannschaft und für mich auch der Hauptfavorit auf den Titel, vielleicht mit Brasilien zusammen. Dann haben wir Di Maria, Dominguez, Portugal-Foto, Mai und Sassi. Wir machen jetzt erst die linke Hälfte leer, weil wir dann Platz haben, um da noch einen zweiten Strappeln zu machen. Dann Polen-Foto, Kim, Piatti, Kramaric und ich weiß, hier habe ich einen übersprungen, und zwar den guten alten Romo. Dann Gakpo, auch finde ich ein richtig guter Spieler. Kaleta Char, Kalisade, Westergaard, oh, hat auch einen Sticker bekommen. Und Wojciech Szczęsny oder Stansny, je nachdem, wie man ihn aussprechen möchte. Dann genau das gleiche geht für den guten Herrn. Pulisic, Pulisic, je nachdem, keine Ahnung. Dann Rodriguez, Lautaro Martinez, Japan-Foto und Dani Olmo, auch der mit einer der aktivsten Spieler, der momentan bei Leipzig noch spielt. Dann haben wir Araujo, Katar-Foto, Esatulari, Livakovic und nochmal Maie, den wir gerade, glaube ich, vor 3-4 Stickertüchern schon mal hatten. Ich muss aufpassen, dass der Stapel hier nicht umfällt. Dann haben wir Bronn, die obere Hälfte von dem Maskottchen, Tavalera, Sanchez und Robinson. Dann haben wir Lusail Stadium von innen, Unai Simon, Campbell, Yoshida und Denzel Dumfries. Langsam werde ich ungeduldig. Wir haben ja noch einiges gesehen, aber Embolo immer noch nicht gezogen. Dann Gadoy, Berhadi, Aldarzari, Lovren und Simo Mignolet.
Dann den nächsten Kameruana mit Bieso. Dann Ben Mustafa, Sandro Epasi und ich habe ihn schon gesehen, Jude Bellingham. Hey Jude, gehen wir zu unserem Rookie-Stapel. Dann mit Stickertütchen, beginnt mit David Raum, auch mit seinem Rookie-Sticker, zumindest für die Nationalmannschaften. Dann Goodwin, Minamino, Mertens und Coutinho, der hat auch einen Sticker bekommen. Der spielt jetzt ja schon seit Jahren nicht mehr auf überragendem. Okay. Überrascht mich ja ein bisschen. Auch Eden Hazard hat seinen Sticker bekommen. Na klar ist er dabei, aber irgendwie weiß ich nicht. Dann haben wir Oyster Quio, Hatem, Frankreich 98, Nakatomo und Heung-min. Auch den legen wir hin. Hätte ich fast übersehen. Klingt ein bisschen blöd. Koreaner sehen fast alle gleich aus, aber die sagen das den Europäern auch, dass sie fast alle gleich aussehen. Dann Costa, Milenkovic, Redmayne, Al-Janoub Stadium und Aaron Moy, der Mann, der früher in der Premier League unter anderem bei Huddersfield aktiv war. Dann haben wir, glaube ich, ein Päckchen wieder mit zwei Shinies. Katar-Logo, Diallo, Japan-Logo, Madu sogar drei Shinies und Polen-Logo. Drei Shinies und zwei normale Sticker. Das wäre doch echt wahr. Normal. Also würde das immer so sein. Natürlich würde man die normalen Sticker dann nicht vollbekommen, aber schön. Dann haben wir Fus Mori, Education City Stadium, Wiener, Toko Ekambi und Brasilien als Foto. Legendäres Foto da mit den Brasilianern. Dann neu Pole Cash, Gulizade, Sheran Shakiri, zweiter Keeper für Deutschland, Ter Stegen und Stüger Larsen, der Mann von Udine aus Italien. Und da ist er, Kylian Mbappé. Den legen wir hier unten hin. Dann sein Teamkollege von PSG, Mendes, Mohamedi, Gomez und Belgien. Foto. Dann hier ist das Sticker-Tütchen mit Simon Kier, Al-Haidos, Brozovic, Estupinan und Romain Saiz. Bald haben wir es hier mit den Hälften geschafft. Dann haben wir Kano, Kroatien, Ben Romahane, Sambu Agusar und Nora Kfakan. Der fehlt mir auch noch garantiert. Ich habe nämlich letztens Iran angeklebt. Das war einer von drei. Der mir fehlt! Wir kriegen noch einen zweiten. Und es ist... Leute. Wir haben heute wirklich... Wir haben Mbappé. Wir haben doch hier noch schon ein Gold. Fällt mir jetzt gerade erst auf. Ich muss ihn hier reinbekommen. Der kostet 75 Euro ungefähr. Ich habe jetzt keinen Toploader hier, Mann. Oh, ne. Also, wir haben jetzt Gold und Silber Mbappé. Das kannst du keinem erzählen. Und Bronze und Burgunder Modric. Das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen. Also, ne. Und dann noch zwei hier in diesen Tüten. Das kannst du keinem erzählen. Jetzt habe ich die Sticker zur Seite gelegt. Ich bin sprachlos. Abeloa, Danilo, Salman und Luxor. Wäre jetzt hier noch im Bolo gekommen, dann wäre es sozusagen die Krönung gewesen. Ich tue die jetzt auch mal hier zur Seite. Dann können wir schon mal die Stapel einmal teilen. Ja, sonst würde der hier gleich sicherlich umfallen. Also das ist Glück. Jetzt kann aber kein dritter Sticker mehr kommen. Also wenn jetzt hier noch ein dritter Sticker kommt, dann kriege ich aber einen Anfall. Weil das ist wirklich unrealistisch. Dann haben wir Cody, De Ligt, lege ich nicht unten hin. Das Logo von Niederlande sowie von Frankreich und Abdurizak, noch nie gehört den Namen, aus Katar. Dann Williams, Mourinho ist der Trainer, Sanchez, Spanien 2010 nochmal und Grueso. Und das Coole bei diesen Extra-Stickern, oder sind ja Extra-Sticker, ist, dass die einen vorne direkt angucken im Sticker-Tütchen, weil der erste Sticker ist. Dann haben wir Pavlovic, Mexiko, Seferovic, Tamar Bakdi und Tielemans. Dann haben wir Senegal, Bihich, Carrasco, Duric und Gallo. Orlando Gallo, auch der glaube ich schon damals 2018, war nicht auch 2018 bei der WM dabei, auf jeden Fall bei irgendeiner Serie schon dabei gewesen. Dann Ward, Kaspar Dolberg, der Mann, dem damals eine Uhr geklaut wurde, von Rolex Fadiga. Dann Rodriguez, Miller und Bernardo Silva, natürlich heißt er nicht Rolex Fadiga, sondern irgendwie Fadiga auf jeden Fall. Der Mann aus der Gamer Rosa Paris FC-Karriere, wenn ihr den kennt, dann den Mann, der damals bei Wiesbaden gespielt hat, dann bei St. Pauli und jetzt bei der Mannschaft aus Freiburg, Kofi Kiré. Swiderski, Jonas Hofmann, für mich einer der besten Deutschen momentan. England und Daniel Wass, der auch irgendwie bei Atletico ein Jahr gespielt hat, dort aber zwei oder drei Spiele nur gemacht hat. Dann haben wir Al-Rilar, der Ball, Fay, Ferreira, Ruiz, auch der schon ewig dabei, wollte ich gerade sagen, seit 2005. Der ist
85er Jahrgang. Das heißt, er ist 37. Also, und Sko Olsen, also der Mann, wollte ich gerade sagen, der hat doch damals mal bei Sporting Lissabon gespielt und sonst wo. Dann haben wir Richie Richarlison, Portugal Badge, Ramsdale, Navas und Marokko, also zwei Keeper und zwei Logos hier in dem Päckchen gewesen. Und dann Stephen Berkis, Ampadu, Walker Zimmermann, der fehlt mir auch noch, der Mann von Nashville, Hassan Afif und Lo Celso. Und wer mir auch noch fehlt, ist immer noch Brel Donald Embolo. Wir haben zweimal so viele Extra-Sticker bekommen wie Embolo. Dann Derisgueta, Neves, Hennessy, Schmeichel und Deutschland als Mannschaftsfoto. Also es kommen immer noch neue Sticker raus. Wir haben fast, glaube ich, bis auf bei den Glitzer-Sticker nur zwei, drei Doppelte. Dann Ryan, Kim, Paik, Tadic und Grant. Und dann Thomas Meunier, Joshwiak, Adams, Vitoria und Harry Kane können wir auch mal hinlegen. Der ist in dieser Saison mal wieder ein bisschen besser als in den letzten. Da war ja so ein bisschen abgetaucht. Und ich glaube, der würde Bayern München an sich auch gut tun, wer sozusagen in die Bundesliga wechselt. Aber ist ja noch alles sozusagen Zukunftsmusik. Dann haben wir Gallardo, Kanada-Badge, eins der schönsten, wie ich finde. Baba, Fernandes und Caceres. Fernandes hätte ich auch da hinlegen können, aber lasse ich jetzt mal. Dann haben wir Serbien und Korea, Team Crest, Koundé, Guedes und Juranovic, der Mann, der bei Celtic unter Vertrag steht. Dann haben wir Al-Rawi, Osako, Milinkovic-Savic und zwar Wanja, Bounassar, der jetzt die WM verpassen wird und Massia aus Marokko. Insgesamt Bounassar, ein merkwürdiger Spieler bei Bayern München. Dann haben wir Al-Buraik, Antonio Rüdiger, einer der besten Verteidiger Deutschlands, Dänemark-Logo, Skorupski und Filip Kostic. Mal gucken, was er bei Juventus reißt. Momentan noch nicht so viel von gehört und gesehen. Dann Akanji, Lea Seliki, Vecino, Milik und Mukuri. Also der Milik, der ist ja auch so, schon so oft jetzt seinen Verein gewechselt. Von Marseille jetzt zu Juventus, davor auch. Also der Mann, finde ich, ist ein guter Spieler. Der war bei Neapel, dann bei Marseille und jetzt bei Juventus. Also echt gut. Und nach dem Stickertütchen muss ich mal den Akku wechseln. Wir haben Jiménez, Vaccaro, dann Jonathan David, Ayew und Kawasaki. Und hier nochmal Jonathan David, auch das ein richtig guter Sticker. Weiter geht's mit unseren, ich würde sagen, letzten 20 Stickertütchen. Und dort haben wir Hasafi, Mohammadi, Fonte, Mulia und Füle. Ich dachte, jetzt kommen hier wieder mal drei Sticker von einer Nationalität in dem Päckchen. Dann haben wir Estrada für Ecuador, Borjan, da fehlt mir auch noch, Tissoldali, Yamane und Bamba Dieng. Dann Jovic, auch ein guter Mann, Højlund, Slimane, Klaassen und Marquinhos. Ich würde sagen, Marquinhos können wir auch mal hier unten mit hinlegen. Auch ein guter Spieler. Dann besonders Verteidiger werden, finde ich, immer ein wenig unterschätzt. Dann Ben Said, dann Juma, Alvarez, Puchas und Nkunku. Also den Sticker würde ich mir auch zur Seite legen, weil das ist garantiert ein Rookie-Sticker. Den habe ich bisher aber leider nur einmal, glaube ich, gezogen. Deswegen kommt er erstmal ins Album. Dann Üben, Gueye, Torres, Blind, Bale und Onana. Bale hätte man so 2014 oder 2016 rauslegen können. Da wäre er ein richtiger Superstar gewesen, jetzt momentan begrenzt. Dann Shibazaki, Barcock, Henderson, Allen oder Alan und Korea und echt nicht mehr viele Sticker-Tütchen und immer noch kein Embolo. Aber Kalidou Koulibaly, dann Corona, Cher, Thibaut Courtois, gut, der ist mit Neuer der einzige Torwart und Muslera. Courtois und ich würde sagen, Neuer mit die beiden besten, also nicht die beiden besten Torhüter der Welt, da kommt auch kein Ederson oder Alisson dran. Dann Zuba, jetzt kommen hier die ganzen Franzosen und Schweiz, aber keinen, den ich noch brauche, und zwar Embolo. Dann Varane, wenn man von dem spricht, Alisson, Rabiot und hey, das ist unfair. Zwei Franzosen und zwei Schweizer, aber kein Embolo. Hey, wenn wir den wirklich jetzt nicht ziehen, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich mache bald, glaube ich, nochmal ein Video. Ich kaufe mir nochmals Tüten und mache einfach ein Video auf der Suche nach Embolo, weil das kann nicht sein, wenn wir ihn nicht finden. Dann La Cruza, Tomiyasu, Braithwaite, Nuralahi und Ahmad bin Ali Stadium. Habe ich auch noch nicht gehabt, bin ich auch vom Namen ein wenig erstaunt gewesen. Dann Laren, nicht mehr bei Besiktas, sondern bei Club Brügge unter Vertrag. Doku, Duke, Lee und Chris
Map haben wir. Hatten wir auch damals in der Fulham-Karriere. Ich glaube, das war FIFA 20 verpflichtet. Dann Armani, TS, Thiago Silva, Delaney, Australien-Logo und Harry Maguire. Sogar Harry Maguire ziehen wir. Aber kein Mann namens Breel mit Vornamen. Hallo, kommst du? Dann Kim. Ganz vorsichtig. Gavi, Alfarei, Fred und Kamerun. Dann haben wir Mondi, Gosens, den Weißer Suarez sowie Mexiko-Logo und Wales-Logo. Suarez, der jetzt schon wieder seinen Vertrag auflöst in der Heimat in Uruguay. Mal gucken, was er da macht. Dann England-Badge, Irvine, Cissé, Guillet und Gio Reyna. Auch Gio Reyna, der auch wenn der hier ein wenig traurig aussieht auf dem Bild, noch nicht gehabt. Auch nicht in den anderen Stickertütchen bisher. Und jetzt bleibt echt nicht mehr viel. Echt nicht mehr viel. Wo bist du? Depay, Malki, dann obere Hälfte vom Katalog. Ich glaube, jetzt fehlt nur noch ein Sticker von der vorderen Seite. Dann Sutar, Williams und dann sind wir wieder bei dem guten Memphis, der sich bei Barcelona auch eigentlich gut macht. Aber wo man sehen muss, vielleicht auch, wo der hinwechselt. Dann Joe, Declan Rice auch noch nicht gehabt. Torres, Amala und Frankreich als Mannschaftsfoto. Dann Italien 1938 sowie Azpilicueta, Ferran Torres, Thomas Müller und Chris Richards, zwei Spanier und zwei Spieler, die beide mal bei FC Bayern gespielt haben oder noch spielen. Richards ja mittlerweile in Crystal Palace unter Vertrag, aber auch bei Bayern damals, glaube ich, ein, zwei Profispiele gemacht, soweit ich weiß. Dann Cuadrado, The Goat 2.0 fehlt noch, Lionel Messi, den haben wir jetzt auch schon, Almadin und João Cancelo und nicht vergessen, Nuhu, ich habe ich fast unterschlagen. Es bleiben uns noch drei Stickertütchen und wir haben keinen Bolo. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Wir haben 300 Stickertüchchen, aber keinen Bolo. Ecuador, Batch, Caicedo, Bacham, Hidri und Jung. Nein, 10 Sticker bleiben uns noch. 10 Sticker von 600. Und der erste schon mal nicht im Bolo. Asano, Rajkovic, Eriksen, Vanaken und Dreger. Bitte, bitte. Nein, das ist erstmal Charles. Charles de Cataleire, dann De Paul, Castagne, Lazovic und welche Nationalität? Nein, das kann ja nicht sein. Mensa. Wir haben 300 Stickertütchen geöffnet. Sogar mehr, glaube ich. Und wir haben immer noch keinen Bolo gezogen. Ich kann das nicht mehr, Leute. Aber wir haben Bronze Modric und Silber Mbappé gezogen. Das ist geil. Und insgesamt, der Stuff an sich ist geil aus diesen Stickertütchen. Bloß, ich habe das Album ja nicht mal voll. Ich habe ja nicht mal einen im Bolo für mein Album. Das ist voll traurig, Leute. Aber gut, ihr werdet trotzdem mein Album-Update sehen. Und ich würde sagen, das war's. Wir machen das Video nicht mehr lang. Ich zähle nochmal ganz kurz hier die Shiny-Sticker. Das hatte ich euch ja versprochen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40 mit dem oben 42 Glitzer-Stickern in 120 Stickertüchchen. Das war's von dem Unboxing. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Checkt die Playlist aus, genau wie hier. Hier könnt ihr abonnieren und hier noch ein wohles Video auschecken. Bis zum nächsten Mal und tschüssikowski.